Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich zusammen mit euch das Specialized Livo testen. Das ist ein Full Suspension Elektro Mountainbike, kurz E-Bike, mit 140 mm Federweg vorne und 140 mm Federweg hinten. Es hat 650V Plus Bereifung, auch 650 genannt. Das Bike ist ausgestattet mit einer 1x11 SRAM Schaltung und natürlich höhenverstellbarer Sattelstütze auf Knopfdruck. Der Rahmen ist wie gewohnt von Specialized super hübsch geformt und sehr geil finde ich den integrierten Akku. Man sieht es gar nicht so wie bei manch anderen Elektrobike. Auf Knopfdruck hier machen wir es an und hier sieht man, es sind 10 LEDs und jeder LED steht für 10% Ladekapazität. Also sobald ein Lämpchen erlischt, ist es halt nur noch auf 90%. Man kann auch während der Fahrt den E-Motor bedienen. Dafür hat man hier den Bediener am Lenker, schön dezent, finde ich sehr gut, dass er Specialized auf einen großen Monitor verzichtet hat. Der Elektromotor hat 3 Stufen, einmal Eco, er ist schon eingestellt auf Eco, das heißt also sehr sparsam, verbraucht nicht so viel Energie und gibt halt nicht so viel Power her. So, dann haben wir die nächste Stufe, ist, ich glaube Trail heißt das, ist ein bisschen mehr Power, also mittlere Power, oder auf ganz voll, dann ist das Ding auf 100% und drückt richtig was rein. Man kann mit einer App bestimmen, wie viel Power jede einzelne Stufe haben soll und man kann mit der App auch bestimmen, wie lange der Akku halten soll. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine 2-Stunden-Tour plant, stellt man das in der App ein und der Akku wird so geregelt, dass er auf jeden Fall auch die 2 Stunden durchhält. Oder man kann es auch auf die, also man kann auch Kilometer einstellen, dass man sagt, ja, ich fahre jetzt eine 30-Kilometer-Tour und in dem Zeitraum soll auch der Akku mitmachen, stellt man das ein in der App und der Akku hält dann auch diese Zeit durch, also spart sich so seine Energie auf, dass man auch die ganze Tour mit dem Elektromotor fahren kann. Das Geile an dem Bike ist auch, dass der Motor von dem Antrieb losgekoppelt ist. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Monster und will ohne den Motorantrieb fahren, kann ich auch einfach den Motor ausschalten und fahre jetzt ganz normal ohne E-Antrieb und aber auch ohne, dass der Motor mitdreht. Ja, bei vielen E-Bikes dreht halt der Motor mit, dann hat man es doppelt so schwer, weil das Ding wiegt einfach auch schon viel. Ich habe eben so mal leicht einen Bunnyhop probiert, ist schon was anderes. So, das ist die Specialized App und ich werde euch jetzt nicht jede Funktion zeigen, sondern nur die jetzt zum Bike direkt. Und zwar haben wir hier die verschiedenen Stufen, Eco, Trail und Turbo. Und hier kann man halt einfach einstellen, wie viel Power die einzelnen Modes haben sollen. Ich mache es jetzt mal hier so ganz individuell und Turbo mache ich mal auf 100%, was sehr wahrscheinlich viel zu viel sein wird. Und man kann auch hier den maximalen Motorstrom bestimmen, wie viel der insgesamt verbrauchen soll. Beschleunigungssensibilität kann man einstellen. Was noch interessant ist, hier der Systemstatus, der zeigt den Zustand des Elektromotors und auch des Akkus an. Batteriegesundheit, ja, Gesamtkilometer wurde das Bike schon 1405 Kilometer gefahren. Wir machen da heute noch ein paar Kilometer drauf und jetzt geht's los. Mit dem Motor vergisst man ganz zu schalten. Das ist man so verwöhnt. So, ab in den Trail rein. Oh, hier ist muddy und rutschig. Mit den dicken Reifen weiß ich nicht, ob das vom Vorteil ist oder nicht. Erster Sprung. Ja, der Vortrieb ist geil. Wenn ein bisschen reintritt, geht das Ding ab wie die Sau. Also sehr, sehr kraftsparend. Klar. Ja, ich habe einen verhältnismäßig recht hohen Gang drin. Normalerweise würde ich nie so einen hohen Gang, also so einen schweren Gang fahren auf einem Trail, aber hier mit dem Motor ist das echt scheißegal. Oh, sehr muddy. Hier eine Abkürzung. Ja, erste Trailabfahrt mit dem Levo. Ich muss sagen, das macht richtig Spaß mit dem Motor. Ist natürlich für mich im sportlichen Sinne
kommt gar nicht in Frage, mit einem E-Bike zu fahren, hauptsächlich. Aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Zum Beispiel, wenn man mit meinen unfitten Pups fahren würde, wäre das eine geile Alternative. Er fährt mit einem E-Bike und ich fahre mit meinem Enduro. Und da kann man eine schöne lange Tour machen, ohne dass der eine stark gehandicapt ist. Ab 25 km/h unterstützt der Elektromotor nicht mehr. Dann muss man selber reintreten. Ja, bei dem Boden, bei dem Boden jetzt gerade mit dem E-Bike, ist es wie nichts. Ja, ich lasse einfach nur meine Füße fallen und es geht voran. Ist jetzt auf Trail-Modus und ja, mal jetzt sprinten. Und dann geht es ganz zügig voran. So, jetzt kommt gleich ein recht steiler Trail. Da wird eher so das Bike-Feeling interessant sein, eher als der E-Bike-Motor. Und gut, legen wir mal los. Ja, die Federung des Bikes ist sehr fluffy, macht Spaß zu fahren, ist gut abgestimmt. 140 mm Federweg auf einfachen Trails. Das ist ja auch kein Downhill-Bike, sondern ein Trail-Bike. Läuft sehr, sehr gut. Sprung. Hier ist es rutschig und stempelt dazu noch ein bisschen. Darunter überall unter den Blättern, überall Wurzeln. Oh, das war ein dicker Ast. Boah, es ist rutschig. Ja, Hinterrad umsetzen funktioniert. Ist aber natürlich ein bisschen schwerer, weil das Bike halt ein ganz Stück mehr wiegt. Okay, um zu testen, wie krass das Bike abgeht, habe ich hier den Selçuk. Der Selçuk fährt erst gerade zum vierten Mal Mountainbike, ist also wirklich ein Anfänger, dementsprechend auch nicht so fit wie ich. Wir machen jetzt mal einen Tausch. Ich habe ihm jetzt Turbo eingestellt. Boah, das Bike ist ja leicht. Ich habe ihm jetzt Turbo eingestellt, also das Ding geht jetzt übelst ab. Und ich werde versuchen, hier mit dem Bike bei einem Sprint einigermaßen mitzuhalten. Dann auf die Plätze, fertig, los. Im Sprint keine Chance, aber diese Geschwindigkeit könnte er mit dem E-Bike weitaus länger halten als ich. Ja, ich bin einfach viel zu fit. Was natürlich sein kann, ist, wo wir eben gesprintet haben, waren wir teilweise über 25 km/h und ab dann unterstützt der Motor nicht. Also als E-Bike hat man natürlich sehr, sehr viele Freunde. Der andere kann sich auch noch mit dranhängen. So, ich mache jetzt einen Test und zwar fahre ich jetzt hier eine leichte Steigung und ich mache gleich mal den Motor komplett aus und werde sehen, wie es dann ist, komplett ohne Motor jetzt pedalieren. So, so ist schön angenehm, ja. Machen wir das Ding mal komplett aus. Oh, okay. Okay. Man merkt die Reifen. Man merkt das Gewicht des Bikes. Wer sportlich ist, hat so einen guten Trainingseffekt. Aber, oh, und weiter geht's. Ist doch schon viel, viel angenehmer. Also für den Notfall, falls der Akku wirklich leer geht, kommt man mit dem Bike auch ohne Motorunterstützung nach Hause. Ist allerdings sehr anstrengend, deswegen sollte man auf jeden Fall die App nutzen, um das, den Akku, die Akkulaufzeit zu kalibrieren und auf seine
Tour individuell einzustellen. Ja, war sehr interessant mit dem E-Bike zu fahren. Specialized Levo habe ich mir in der Bike Villa in Limburg ausgeliehen. Wer auch mal ein Specialized Bike oder Cube Bikes Test fahren möchte, fährt nach Limburg zu der Bike Villa und dort gibt es jede Menge tolle Räder, Rennräder, Mountainbikes. Bike Villa in Limburg solltet ihr besuchen. Link in der Videobeschreibung zu der Website. Und ja, ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was für euch E-Bike-Interessenten wichtig ist. Ja, ich denke, wichtig ist nicht nur der Antrieb, sondern auch, wie ist das schwere Bike, also wie ist das Fahrwerk dieses schweren Bikes dann im Gelände. Und ich finde, es läuft richtig gut. 140 mm ist klar ein Unterschied zu einem Downhill-Bike oder einem Enduro-Bike mit 160 mm Federweg. Aber hier für die Trails, die ich jetzt im Video gefahren bin, die auch teilweise recht ruppig sind, lief das richtig geil, auch noch im Nassen. Mit diesen Reifen läuft 1A. Ich finde das Bike richtig gut, würde ich gerne meinem Paps oder meiner Ma schenken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht abonniert hat, ich würde mich über ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.